Werfen Sie mit uns einen Blick zurück auf die bereits vergangenen Stunden des Jahres, die eigentlich gar nichts Besonderes ausstrahlten. Man hatte eher den Eindruck, es war ein Montag wie jeder andere auch. Abgesehen davon, dass Petrus Versäumtes nachholte und uns wenigstens ein weißes Neujahr zugedacht hat. Von ausgelassener Silvesterstimmung war wenig zu merken. Nur, wen wundert das? In dieser Stadt hat jeder sein Päckchen zu tragen. Wer aber nun glaubt, die Berliner ließen heute die Köpfe hängen, der irrt. Mit einem Temperament, das jedem Saisonschlussverkauf alle Ehre machen würde, stürzten sie sich in die Vorbereitungen ausgelassenen Treibens. Erstaunlich, wie viele mit ihrer üblichen Kopfbedeckung nicht zufrieden zu sein schienen. Auch die Auswahl von Scherzartikeln ist eine Sache, die man gar nicht ernst genug nehmen kann. Nun, der Erfolg wird die Mühe lohnen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Hochbetrieb in den Bäckereien. Pfannkuchen wurden gekauft, als ob es nie wieder welche geben würde. Eine mittlere Bäckerei, die wir besuchten, verkaufte heute allein 8000 Stück. Das wäre kaum zu schaffen gewesen, wenn nicht eine Sondererlaubnis den Bäckern schon in der vergangenen Nacht gestattet hätte, den leckeren Berlinern ihr Fett zu geben. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal Schlange gestanden? Wie sich Pfannkuchen mit Heringssalat vertragen, ist mir zwar schleierhaft, aber beides gehört nun einmal zu Silvester. Und Tradition ist auch der Karpfen. Hier schwimmen die letzten der Mohikaner und warten darauf, auch blau zu werden. Falls übrigens ihrer noch schwimmen sollte und alle Aussicht hat, als Fridolin zum lieben Haustier zu werden, genau wie die Weihnachtsgans von Tante Friederike vor 3 Jahren, dagegen sollte man bald etwas tun. Bitte schön, so wird's gemacht. Da wir gerade bei Blau sind, der Weg zur Hölle ist bekanntlich mit guten Vorsätzen gepflastert. Sie trinken natürlich in diesem Jahr nicht mehr, ich weiß, aber auch nicht weniger. Und die Geschäftsbücher wissen zu berichten, dass der Umsatz diesmal um etwa 50% höher sein wird als im vergangenen Jahr. Sekt scheint ein Volksgetränk geworden zu sein. 58 Millionen Korken knallten in diesem Jahr schon in der Bundesrepublik und West-Berlin. Allein für das letzte Vierteljahr rechnet man mit einem Umsatz von über 20 Millionen Flaschen. Warum auch nicht? Viele griffen tief in die Tasche, um nachher tief ins Glas schauen zu können. Nicht-Abstinenzler sollen kontaktfreudiger sein als Abstinenzler, wenn man einer Untersuchung des Gärungsgewerbes in München glauben darf. Und auf den guten Kontakt kommt es schließlich auch an, wenn man das alte Jahr verabschieden und das neue fröhlich begrüßen will. Zum Schluss noch eine Bitte, meine Damen und Herren, die wir im Namen der Verkehrswacht an Sie richten. Lassen Sie heute Ihr Automobil zu Hause. Denken Sie daran, auch mit einem leichten Schwips gefährden Sie sich und andere. Und das wäre doch ein schlechtes Omen für das Jahr 1963. Außerdem wird es heute Abend spiegelglatt. Rutschen Sie ruhig ins neue Jahr, aber rutschen Sie anders und besser.